eine Inselparty mitten in den Bergen? Ja, das gibt es wirklich, und zwar in Bramberg im Oberpinzgau, wo für diesen Winter bei der Talstation der Smaragdbahn ein neues Eventareal entstanden ist. Der Oberpinzgau hat sich aus touristischer Sicht in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Ein Meilenstein dabei war sicher der Bau der Smaragdbahn vor gut 5 Jahren, von Bramberg aus auf den Wildkogel, was der ganzen Region, vor allem aber natürlich den Brambergern selbst, noch einmal einen richtigen Schub gegeben hat. Auch in diesem Winter haben die Bergbahnen Wildkogel wieder fleißig investiert. Zum einen in die gerade in Wintern wie diesen so wichtige Beschneiung und zum anderen in ein neues Veranstaltungsareal, direkt bei der Talstation der Smaragdbahn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen hier bei uns bei der Einweihungsparty der Partyinsel vor der Smaragdbahn hier in Bramberg. Was für ein Wiener die Donauinsel ist, ist für Bramberg jetzt die Smaragdbahninsel. Da haben wir eine fixe Bühne installiert und werden jeweils einmal in der Woche am Mittwoch ein kleines Event starten und wollen da ein zusätzliches Angebot für unsere Gäste und natürlich auch für die Einheimischen bieten. Und ich denke, das wird ganz gut angenommen und ich glaube, das wird auch sehr, sehr erfolgreich. Es ist auch wiederum ein Gemeinschaftsprojekt, das nicht nur die Bergbahn Wildkogel alleine initiiert haben, sondern das ist ein Projekt, das gemeinsam mit dem Tourismusverband, aber auch mit der Seeninger Feldgesellschaft, die ja da das ganze Seeninger Feld entwickelt hat, und auch mit anderen, sage ich mal, Initiatoren einfach umgesetzt worden ist. Bei der Smaragdbahninsel wird also den ganzen Winter über die Post abgehen. Kombiniert mit einer weiteren Neuheit der Bergbahn in Wildkogel bietet dieses Areal aber noch eine weitere Möglichkeit. Das Motto dabei: Wildkogel sucht den Movistar. Wir brauchen ein bisschen Hilfe von oben. Frau Holle muss uns unterstützen, weil wir haben in der Wildkogel Arena ganz neu eine Skirennstrecke, eine permanente, errichtet. Und da besteht die Möglichkeit, dass wir technisch dann diese Videos zum Beispiel in die Talstation übertragen oder bei uns auch oben im Aussichtsbergrestaurant werden diese Videos dann permanent abgespielt. Und die Idee der Tourismusverbände ist eben, dass man diese Challenge ausruft und wöchentlich einen Challenge-Sieger küren. Und das wird dann da in diesem neuen, auf dieser neuen Insel geschehen, in dieser Eventinsel. Dieser stetige Investitionsmut hat die Tourismuszahlen der Gemeinde Bramberg nach und nach wachsen lassen. So sind beispielsweise seit dem Bau der Smaragdbahn vor 5 Jahren nicht weniger als 1000 Gästebetten und gut 100.000 Nächtigungen alleine im Winter dazugekommen. Für die Verantwortlichen natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ja, natürlich. Ich meine, man zieht sich ja mal um. Wir werden auch ein bisschen beneidet von den Nachbarn und viele fragen wir, habt ihr das geschafft? Aber es geht nur, wenn alle zusammenhalten und der ganze Ort in Bramberg hat zusammengehalten. Und das haben wir geschafft. Wir haben uns das eingebildet, haben es durchgezogen und jetzt haben wir es da und sind sehr froh drüber. Möglich gemacht hat all das vor allem das vorbildliche Miteinander in der Gemeinde und der Region. Das ist überhaupt ganz entscheidend in der Wildkogel Arena. Also wir gehen die Wege einfach gemeinsam. Wir profitieren alle vom Tourismus und ich denke, der Tourismus hat einen extremen Stellenwert gewonnen bei uns mittlerweile. Und das ist auch wichtig und notwendig, so dass wir in dem Bereich zusammenhalten, zusammenstehen und gemeinsam in die Zukunft schauen. Ja, natürlich freut es uns, dass wir trotz schwierige äußere Bedingungen, super Verhältnisse schaffen haben können, und darum möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass wir uns im Namen der Bergbahn in Wildkogel einfach bedanken bei allen, die daran beteiligt sind. Unser ganzes Team, es sind irrsinnig viele Hände und irrsinnig viele Personen, die da involviert sind, von den Kassen beginnend, über die Pisten, über die Liftler, die ganzen im Restaurant und dann natürlich auch die ganze Tourismuskette, die irrsinnig wichtig ist, weil jeder Einzelne trägt einen riesen Beitrag bei, ob es die Skischulen sind, die Sportgeschäfte, natürlich die Gastronomie und die Hotellerie. Und das größte Lob für uns ist natürlich der Gast, der einfach zufrieden ist und uns jeden Tag wieder belohnt, indem er sich an der Kasse unser Liftticket kauft und damit beweist, dass er zufrieden ist.